Hallo und herzlich willkommen hier zur Abschlusspräsentation von JugendHackt in Dresden. Schön, dass ihr alle hier im Hygienemuseum zusammengekommen seid. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal auch wieder Publikum da zu haben. Und natürlich auch herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte ganz kurz JugendHackt vorstellen für all diejenigen, die noch nie was davon gehört haben. Im besten Fall habt ihr alle schon was von JugendHackt gehört. Trotzdem, ihr seht es, JugendHackt hat den Slogan mit Code die Welt verbessern. Und das ist im Wesentlichen das, worum es bei uns bei JugendHackt geht. Nämlich, dass junge Menschen mit Technik Lösungen entwickeln für Probleme der Gegenwart oder vielleicht auch Lösungen für die Zukunft, für eine Welt, für eine bessere Welt. Und in welche Richtung das gehen kann, was für Ideen junge Menschen haben, das werden wir heute sehen. Bei der Entwicklung ihrer Projekte werden diese jungen Menschen unterstützt von einer ganzen Reihe ehrenamtlicher Mentorinnen. Die sind alle ehrenamtlich bei JugendHackt dabei. Das heißt, JugendHackt ist so ein Bildungsprogramm, was vor allem auf dem Ehrenamt fußt, ohne ehrenamtliche Unterstützung gar nicht möglich wäre. Und wir richten uns an alle jungen Menschen zwischen 12 und 18. Genau, dann würde ich euch mit ein paar Zahlen und Fakten füttern zu diesem Wochenende, was alles passiert ist. Ihr seht, der Saal ist ganz schön voll. Wir sind hatten ungefähr 60 Anmeldungen von Teilnehmenden. Ein, zwei Ausfälle im letzten Moment, aber das ist leider immer so. Du hast die Ehrenamtlichen schon angesprochen, es waren 25 dieses Mal und 9 weitere HelferInnen, die in der Orga unterwegs waren. Die habt ihr am Infodesk getroffen, am Einlass. Sie haben unsere MentorInnen mit Kaffee versorgt, unsere Jugendlichen mit Getränken und mit allen anderen Fragen, die noch da waren. Und wir haben auch ein Kernorga-Team, das sind 5 Personen, die sieht man auch, wir sind 2 davon. Wir haben uns übrigens noch nicht vorgestellt. Wir sind Nils. Hallo. Und Luzi. Nils aus Berlin, aus dem Orga-Team, ich aus Dresden. Und dann haben wir noch Kirsten, Robert, Julia. Die sind so verteilt, die gucken mit zu und die können auch alle Fragen mit beantworten. Wir hatten am Freitag auch insgesamt 6 SpeakerInnen, die unseren Jugendlichen und den MentorInnen erstmal ein bisschen Input gegeben haben, Ideen bereitgestellt haben, was man alles so für Projekte umsetzen kann. Und übers Wochenende gab es auch noch Lightning Talks von den MentorInnen und den Teilnehmenden, die für ein Thema brennen und das einfach vorstellen wollten. Damit wir alle noch so frisch, munter und wach aussehen, haben wir ungefähr 200 Flaschen Mate verbraucht, auch ein bisschen Kaffee. Genau. Und insgesamt haben wir 11 Projekte und wir starten gleich mit dem ersten Projekt. Das kann sich schon bereit machen. Hier auf die Bühne kommen. Genau, sobald ihr bereit seid, geht's dann los. Das allererste Projekt heißt Green Skyline und was sie gemacht haben, das dürft ihr jetzt selbst erzählen. Hallo. Wir sind das Team Green Skyline, bestehend aus Jakob, Maurice, Simon, Julian, Max, Emil und mir, Leonard. Genau. Wir haben über das Wochenende das Motto Coding, Making und Nachhaltigkeit bekommen und haben uns deswegen zu unserem Projekt entschieden. Und zwar geht es um das Problem, dass eben die Menschen wenig nachhaltig sind, dass in der Stadt, wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft, eben die Natur fehlt, alles ein bisschen grauer scheint und wir wollen nämlich, dass die Menschen nachhaltiger werden, dass die Städte mehr grün werden und dass die Städte insgesamt auch einfach lebenswerter werden. Genau. Jetzt macht Leonard weiter und erzählt euch was dahinter steckt und alles. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was Green Skyline überhaupt ist. Green Skyline ist eine Website, mit der wir die Menschen motivieren wollen, um sich besser um die Umwelt zu kümmern. Die Website ist auch unser Beitrag für die Umwelt und wir wollen die Menschen auch noch anreizen, sich mehr um die Umwelt zu kümmern. Jetzt zeigt euch Julian etwas über unsere Website.
Ja, genau. Also meine Aufgabe für das Wochenende war, die Website für unser Projekt zu entwickeln. Die sieht man jetzt auch gerade schon hinter mir. Genau, da kann man dann die verschiedenen Aufgaben sehen, die man erledigen kann und wie viele Punkte die bringen. Da gibt es dann eine kurze Beschreibung, da kann man einfach mal draufklicken. Da steht dann noch ein bisschen was dazu, warum das wichtig ist, warum man das machen sollte. Da gibt es dann noch einen Link und einen QR-Code zu einer Anleitung, wie man das am besten umsetzt. Und dann kann man die Aufgabe erledigen und bekommt dafür dann entsprechend viele Punkte. Ja, genau. Jetzt macht Simon weiter und erzählt euch jetzt über die Technik hinter dem Ganzen. Es ist natürlich auch sehr ungünstig, wenn eine Pflanze ertrinkt, weil sie 20 Mal am Tag gegossen wird und eine andere verdurstet, weil sie überhaupt nicht gegossen wird. Deswegen war unser Projekt, also von Jakob und mir, einen Server zu entwickeln mit JavaScript und dem Framework Express.js, um die Aufgaben zu verteilen, damit jeder eine Aufgabe bekommt und Pflanzen nicht zu oft oder zu wenig gegossen werden. Dafür haben wir zum Beispiel hier so ein Feuchtigkeitsmesser gebaut, der dann dem Server Bescheid sagt, wenn die Erde zu trocken ist, und der Server sagt dann den einzelnen Mitgliedern, hey, die Pflanze muss mal gegossen werden, sonst vertrocknet die. Wir haben auch für die einzelnen Projekte hier immer so einen QR-Code dran gemacht. Da kann man halt, wenn man sich für das Projekt interessiert, den QR-Code scannen und dann direkt zu dem Projekt dann eben kommen. Ja, genau. Über das Wochenende haben wir unser Team in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Einmal Backend, das war Simon und Jakob, genau. Dann Frontend, das hat Julian übernommen. Und für das Modell und den Konzept oder für den Modellbau waren Emil, Leonard, Maurice und ich zuständig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bevor wir noch enden, wollte ich noch mal kurz vielen Dank an unsere Mentoren aussprechen und dann natürlich an das Labmobil, ohne dass unsere Projekte natürlich nicht entstanden hätte können. Vielen Dank nochmal und ja, das war's. Eine ganz kurze Frage, was wären jetzt, wenn ihr weiter daran arbeitet, die nächsten Schritte? Habt ihr schon Ziele, was als nächstes kommen könnte? Auch ein Vergleich von in der Region, wie gut man im Gegensatz zu anderen Leuten abschneidet. Ja, gut, und man könnte noch die Website vervollständigen. Also es ist zwar schon was da, aber da fehlt schon noch viel, was wir vielleicht noch hinzufügen wollen. Mhm. Okay, so ein bisschen Wettbewerb reinfügen, damit die Leute vom Ehrgeiz gepackt werden, ja? Okay. Super. Vielen Dank euch. Und während die eine Gruppe abbaut und die nächste aufbaut, moderiere ich so ein bisschen weiter. Wir schreiben das Jahr 2023 und es ist auch für Jugendtakt ein besonderes Jahr, denn wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Das Alpaka wird 10. Seit 10 Jahren gibt es Jugendhakt. Wir sind 2013 gestartet mit einem einzigen Event in Berlin. Und das hat so eigentlich, ja, es kam so gut an, dass klar war, da ist viel größerer Bedarf. Wir müssen das ausweiten. Es wuchs dann sehr schnell an, dass wir auch Events in anderen Städten gemacht haben. Darüber werdet ihr nachher mehr erfahren. Mittlerweile finden Jugendhakt-Events in über 10 Städten statt, in der Schweiz, in Österreich, ganz viel in Deutschland. Es gab mittlerweile auch schon Austausche ins Ausland noch viel mehr. Ein bisschen was davon werdet ihr noch später erfahren. Aber all das ist natürlich auch nur möglich durch tatkräftige finanzielle Unterstützung. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle einen herzlichen Dank aussprechen an den Sächsischen Landtag, denn dieses Event hier, das ist nicht billig. So ein Event generell kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Und das ist in diesem Fall komplett finanziert durch das Land Sachsen beziehungsweise den Sächsischen Landtag. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal einen großen Dank aussprechen an das Orga-Team hier in Dresden, das Medienkulturzentrum, ganz speziell in Form von Kirsten und Luzi hier an meiner Seite, die das maßgeblich organisiert haben, ohne die das alles auch nicht so schön geworden wäre, wie es jetzt dieses Wochenende war. Insofern auch einen herzlichen Applaus für die. Genau, und neben mir ist die nächste Gruppe schon bereit.
Und was sie gemacht haben, wie sie heißen und wie das Projekt heißt, werden sie selber erzählen. Viel Spaß. Wir haben dieses Wochenende am sogenannten Raumhund Schuberta gearbeitet. Wir sind Felix, Lou, Laura und Judith. Unser Ziel war es, eine Verbindung zwischen Kunst und digitaler Technik zu erschaffen. Die eigentliche Idee dahinter war, dass man einen Handschuh hat, mit dem man zeichnen kann und dadurch, durch diese Zeichnung, dann irgendwas mit, also ein Musikstück entsteht. Allerdings ist uns schnell aufgefallen, dass die Bewegungen nicht genauso realisierbar sind und man dadurch das nicht ordentlich hätte zeichnen können. Daher haben wir jetzt ein Handgadget, was leuchten kann, anstelle der digitalen Kunst. Und außerdem kann es audiovisuelle Effekte erzeugen. Gebaut haben wir es aus einem Calliope und einem 3D gedruckten Teil, wo sich das befindet. Außerdem haben wir viele LED-Lampen, wie man sehen kann, dafür verwendet. So sieht der Calliope aus. Da haben wir vor allem zum Beginn die kleine RGB-LED benutzt, damit man da erstmal ein bisschen reinkommt. Und dann noch die Beschleunigungssensoren, damit es auch die Farbe ändern kann. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben für die LEDs, LED-Streifen, eine Neopixel RGB-LED-Streifen verwendet. Und das sind farbige LEDs, die also mit wenig Programmierung also 16 Millionen Farben machen können, blinken können. Wir haben die mit dem Calliope in Verbindung gesetzt, indem wir die halt so zusammengelötet haben. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus unserer Blockprogrammierung. Damit haben wir dann das gemacht, dass das reagiert, der Calliope, auf verschiedene Bewegungen und dann halt in Farben leuchtet, die halt da so angegeben werden. Hier haben wir ein Beispiel zu der Python-Script-Hintergrund. Die mussten wir ändern, weil es mit dem Block nicht funktioniert hat. Wir haben durch den Beschleunigungssensor Werte in Z, X und Y. Und wenn zum Beispiel jetzt plus Y den bestimmten Schwellpunkt erreicht, entsteht zum Beispiel die Farbe Blau. Genau, und dann haben wir ja noch, wie gesagt, so das mit den Tönen gemacht und da haben wir die gleiche Technik benutzt. Also je nachdem, in welche Richtung sich der Sensor bewegt, gibt der Sonic Pi Daten aus. Die werden mit einem anderen Programm von dem rübergeschickt auf dem PC und dort mit diesem Programm in Daten für das Sonic Pi umgewandelt. Und genau das ist unser Skript, dass es halt eben je nach Bewegung den Ton abspielt. Genau. Und jetzt haben wir noch eine kleine Demo. Genau. Das ist unser toller LED-Streifen und man kann es richtig schön anziehen, wie man sieht. Wenn Lou sich jetzt bewegt, verändern sich die Farben. Außerdem, wenn wir das jetzt anschalten, macht es auch Töne, je nachdem, wie es bewegt wird. Wenn man auf einen Knopf drückt, kann man die Art, wie es leuchtet, auch noch verändern. Und als kleiner Special-Effekt kann es auch einen Song abspielen, den wir alle, glaube ich, kennen. Also theoretisch kann es das. Genau, während der Song jetzt im Hintergrund spielt, wollte ich nochmal sagen, das alles haben wir auch auf GitHub hochgeladen, falls irgendjemand daran weiter programmieren möchte oder das auch für zu Hause sich nachbauen möchte oder sowas. Genau. Vielen Dank.
Am Anfang von so einem Projekt steht ja immer eine Idee und am Ende dann der fertige Prototyp. Inwieweit ist das, was ihr euch vorgenommen habt, auch am Ende das Endergebnis geworden? Also wir haben es zwar geschafft, Kunst und Technologie zu verbinden. Ich finde, das Endergebnis auch ist uns sehr gut gelungen. Allerdings wollten wir es halt zuerst, dass man digital sehen kann, wo man sich mit dem Handschuh im Raum bewegt hat und dadurch ein Bild entsteht auf dem Bildschirm. Das war dann aber nicht umsetzbar in dieser kurzen Zeit. Und wenn ihr daran weiterarbeitet, ist dann irgendwann so, dass man tanzt und gleichzeitig damit die Musik macht? Das wäre dann das Ende der Fahnenstange? Ja, das wäre eine Art neues Musikinstrument. Okay, cool. Vielen Dank. Ihr habt schon gesehen, das war jetzt Code, aber es war auch viel Hardware bei den ersten beiden Projekten mit dabei. Und das ist dieses Jahr möglich gewesen, weil wir dieses wunderbare Fabmobil mit dabei hatten. Paul und Julius haben sich im Publikum versteckt. Ich weiß nicht, ob ihr winken möchtet. Euch auf jeden Fall nochmal danke, dass ihr da wart. Ihr habt es gesehen, ihr habt mitgemacht. Es gab viele Projekte, die begeistert in den Bus gestürmt sind, die Technik ausprobiert haben und auch richtig, richtig viele coole Sachen damit erstellt haben. Ich habe jetzt schon Laser-Cut-Tits gesehen, ich 3D gedruckt, gelötet und da versteckt sich noch einiges mehr in dem Bus. Und nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. An dieser Stelle noch ein Hinweis, dass ihr mit den Leuten vom Fabmobil auch alle 2 Wochen hier im Japanischen Palais nochmal zusammenkommen könnt. Da gibt es das Media Lab alle 2 Wochen samstags und da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, denn die ganze Technik, die im Bus verbaut ist, die ist auch da im Angebot und kann eingesetzt werden. Insofern, wenn ihr Interesse habt im Japanischen Palais, schaut euch mal an, wann da die Termine sind. Gut, das war eine Punktlandung. Die nächste Gruppe ist bereit. Und was sich hinter dem Namen UCAL verbirgt, das erzählt ihr uns jetzt. In der heutigen Zeit gibt es mehr digitale Meinungsforschung denn je. Uns ist jedoch aufgefallen, dass dabei fast nie oder nie YouTube-Kommentare einbezogen werden. Deshalb haben wir unser Projekt, den YouTube Comment Analyzer, entwickelt. Richtig. Um diesen YouTube Comment Analyzer zu realisieren, haben wir verschiedene Technologien benutzt. Zuerst haben wir mithilfe der YouTube API Kommentare aus dem Internet gezogen und diese dann ausgewertet, und zwar mit Sentiment-Analyse-Methoden. Sentiment-Analyse-Methoden sind Methoden, mit denen man Text einordnen kann, ob der positiv oder negativ ist. Das haben wir mit Machine Learning gemacht, haben dann ein Modell benutzt und haben darüber überprüft, ob ein Kommentar eher positiv oder negativ entwickelt ist. Darüber haben wir Bedürfnisforschung betrieben und soziale Trends abgebildet. Genau. Insgesamt haben wir über 58.000 Kommentare gesammelt und analysiert. Vielleicht mal so nebenbei, ein Kommentar sieht ungefähr so aus. Hier sieht man zum einen, unter welchem Video dieser geteilt wurde, was für einen Inhalt dieser hat, wer ihn geschrieben hat und wann. Diese haben wir dann eben, wie bereits gesagt, ausgewertet und auf unserer Website gepublished. Wir schauen uns das jetzt einfach einmal gemeinsam an, was da rausgekommen ist. Insgesamt haben wir aus diesen 58.000 Datensätzen eben 5 Datenbanken erschaffen. Und zwar sieht man hier auch ganz genau, wie wir das ausgewertet haben. Man hat oben die Möglichkeit auszuwählen, welchen Datensatz man sich angucken möchte. Auf der linken Seite mit diesen diesem Balkendiagramm kann man sehen, wie viele positive und negative Kommentare es gibt. Man sieht hier beim Thema Joe Biden, gibt es eher negative Kommentare. Man sieht, das ist ein Trend, der sich generell durchzieht. Das heißt, die Kommentare, die geschrieben oder verfasst werden, sind tendenziell eher negativ als positiv. Auf der linken Seite sehen wir das nennt man Word Cloud. Die größer dargestellten Wörter sind die Wörter, die häufiger vorkommen. Das heißt, je größer ein Wort in diesem Gitter dargestellt wird, desto öfter wurde es kommentiert. Man sieht hier, wenig erwartet, Biden ist relativ weit oben, aber auch Trump ist relativ groß und Impeachment-Verfahren, was ja auch mit Trump zu tun hat. Genau, wie bereits gesagt, haben wir insgesamt 5 Themengebiete genommen. Die gehen wir jetzt einfach mal kurz gemeinsam durch. Eben wie gesagt, Joe Biden, Donald Trump recht ausgeglichen, dann der Ukraine-Krieg, groß negativ hier auch wieder die Word Cloud
Dann das Willow Project, das ist die Ölförderung in Alaska. Und zum Schluss haben wir noch das Thema Roblox. Das ist ein Spiel, das ist in letzter Zeit kontrovers, weil vor allen Dingen kleinere Content-Creator dort ziemlichen Hass abbekommen. Und hier haben wir zwei Themengebiete erstellt, beziehungsweise zwei Datenstränge. Einmal einen für kleinere und hier sieht man eben, dass dieser negative Hass ziemlich hoch ist. Und bei größeren das recht ausgeglichen ist, aber eben auch wieder diese starke Tendenz zum Negativen. Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit haben wir unsere Website im letzten Schritt zur Suchmaschine umgewandelt. Das heißt, man kann dann einen Link eines YouTube-Videos einfügen und das Video wird analysiert. Richtig, und das sieht so hier aus. Wir haben hier ein Textfeld, in dem man kann einen YouTube-Link einfügen. Den habe ich schon vorbereitet, der ist schon meiner Zwischenablage. Wenn man dann auf Suchen klickt, wird quasi eine Anfrage an einen Server geschickt und das wird dann ausgewertet. Das dauert kurz 2 Sekunden. Wenn es zu lange braucht, dann können wir auch kurz ein Video zeigen. Aber nein, wir sehen schon zu diesem Video, das ist das Wortgitter. Das ist ein Video, ich kann es mal kurz zeigen, zum Thema Trump von Guardian, also von Zeitschrift aus Amerika. Und man sieht hier auch, die negativen Kommentare überwiegen, wie bei relativ vielen Auswertungen, die wir getätigt haben. Und ja, man muss dazu sagen, dieses Projekt ist sehr früh und noch nicht verfügbar, weil diese Textsuche noch nicht perfekt ausgereift ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Textanalyse mit negativ und positiv nicht wirklich gut ausgereift ist, beziehungsweise nicht aussagekräftig ist, da gerade bei politischen Themen sich die Meinungen natürlich sowohl auf das Video, beziehungsweise die Umsetzung des Videos, als auch auf das politische Thema selbst beziehen können. Und deshalb haben wir vor, in Zukunft eine kurze Zusammenfassung auch basierend auf künstlicher Intelligenz anzuzeigen, damit man dann ein paar Zeilen Text sieht, die die wichtigsten Kommentare zusammenfassen. Dann bedanken wir uns, dass wir heute unser Projekt vorstellen durften und bedanken uns auch bei den Mentoren in erster Linie, dass sie uns geholfen haben, das Ganze so gut umzusetzen. Ja, es hat uns wirklich Spaß gemacht und dass sowas hier ermöglicht wird, ist wirklich sehr schön. Es gibt, bleibt mal noch kurz, es gibt immer samstagsabends so eine Übung der Abschlusspräsentation, wo alle Gruppen hier sind, gucken, wie die Technik funktioniert und so mal überlegen, was könnten wir denn so zeigen, schon die ersten Folien fertig haben. Es ist noch eine Menge dazugekommen im Vergleich zu gestern Abend. Was habt ihr denn heute Morgen noch alles gemacht? Ja, also wie gesagt, dieses komplette Suchmaschinenprinzip, beziehungsweise dass die Nutzer selbst entscheiden können, was für Datenbanken sie erschaffen wollen, ja, beziehungsweise untersuchen wollen, das ist noch komplett dazugekommen, einfach als neue Funktion, weil das die Grundidee war, die wir dann ursprünglich nicht umsetzen konnten und dann doch wieder dahin zurückgekommen sind. Ja, richtig, wir wollten das ja mit so einer Suche machen und da das nicht geklappt ist, ist uns zufälligerweise heute früh in der Bahn die Idee gekommen, man könnte ja auch einfach ein YouTube-Video analysieren und die Möglichkeit haben wir jetzt quasi gegeben. Ah ja, okay. Und die Tools, die ihr gebraucht habt, die ihr benutzt habt, auch vor allem das Machine Learning, wo habt ihr das gefunden? Was habt ihr da verwendet? Auf Hugging Face. Was ist das? Das ist so eine Website, die sich dafür die halt Machine Learning Models für alle zugänglich macht, dass man halt einfacher sowas betreiben kann. Okay. Cool. Vielen Dank. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, dann kann ich sagen, bei JugendTech kommt man auf solche Ideen am Freitagabend, in dem alle die Köpfe zusammenstecken. Es gibt bei uns traditionell am Freitagabend das Brainstorming. Das läuft immer nach demselben Muster ab. Wir haben verschiedene Themenräume und die Teilnehmenden können sich ausruhen, welcher Themenraum sie anspricht. Und da geht es darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und erste Ideen in kleinen Zweierteams sammeln und dann in einer größeren Gruppe überlegen, wie kann man diese Idee besser machen. Und so entstehen eine Menge Projektideen, die auf Plakate gebracht werden. So ein paar Beispiele sieht man hier an der Seite hängen, wo dann eben man zu den verschiedenen Projektideen umreißt, worum geht es, was ist die Idee, was ist die Fragestellung dahinter, welches Problem wollen wir lösen oder welches Problem wollen wir bearbeiten, was fehlt uns noch an Technologien, an Wissen in unserer Gruppe,
was brauchen wir und wer die Ansprechpersonen sind. Und dann haben alle Teilnehmenden im Grunde bis Samstagmorgen Zeit, sich zu überlegen, an welchem Projekt sie teilnehmen. Das heißt, die Leute, die diese Idee haben, sind nicht unbedingt diejenigen, die es dann auch umsetzen, sondern es kann auch sein, dass andere diese Projektideen sehen und sagen, boah, da habe ich richtig Lust drauf, da mache ich mit. Meine eigene Idee war zwar auch gut, aber die können jetzt andere machen. Und so finden sich dann die Gruppen, die dann hier am Samstagmorgen so nach einer Einführung gegen 10, 11 starten. Das heißt, alles, was hier an Projektpräsentationen zu sehen ist, ist seit Samstagmorgen um 11 Uhr gewachsen. Das heißt, gestern Abend ging es hier schon noch so bis 11 Uhr. Bei manchen ging es vielleicht auch im Hotel weiter. Heute Morgen hatten die Gruppen noch mal ein paar Stunden Zeit, aber viel mehr war es dann auch nicht. So viel vielleicht zur Frage, wo die Ideen herkommen. Und die nächste Gruppe steht schon bereit mit dem Namen Fake News Detection. Bitteschön. Hallo, wir sind Mathis, Anton und Paul. Wir sind die Gruppe Fake News Detection. Und vielleicht haben Sie es schon erahnt, bei uns geht es um Fake News. Ja? Nun, wir haben uns mit dem Problem befasst, wenn man jetzt zum Beispiel auf Google etwas sucht, dann weiß man nicht genau, ist diese Information, die dort steht, so richtig oder hat sich das einfach nur jemand ausgedacht? Und das ist natürlich blöd, zumindest für uns. Und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, was das überprüft. Genau, also das Endprodukt sollte eben ein Programm sein, das Informationen aus dem Internet filtert und die nach dem Wahrheitsgehalt, also ob das jetzt wahr oder falsch ist, mit Machine Learning und einer KI filtert. Also da werden dann 10 URLs, also Links ausgegeben für Webseiten von Google und rein theoretisch sollte es dann eben sagen, nach der KI mit Daten gefüttert wurden, die trainiert hat, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und ja. Genau. Die Daten und Technologien, die wir verwendet haben, wir haben halt das Frontend mit PyQt programmiert. Dabei konnte man halt dann suchen und die Suche hat Google Search verwendet. Das ist eine API von Google, mit der man halt Artikel suchen kann. Diese Artikel haben wir dann versucht auszulesen, zu analysieren, auszulesen und das dann durch unsere KI, die auf Kaggle veröffentlicht wurde, laufen zu lassen und uns dann Wahrscheinlichkeiten dafür anzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Artikel wahr oder falsch ist. Diese KI kommt von Kaggle, das ist eine Open-Data-Plattform und Open-Source-Plattform von Google. Und dafür haben wir den Fake and Real News Dataset genutzt und genau. Zur Live-Demo. Also wir haben ja wie gesagt das Frontend in PyQt programmiert. Wir wollten euch als Publikum mit in diese Präsentation einbeziehen und wollten euch deshalb fragen, ob ihr einen Suchbegriff habt, den wir an unsere Webseite stellen können. Auf Englisch, weil der Datensatz ist auf Englisch. Jugendhackt, okay. Genau. Normalerweise gibt es 10 Artikel aus. Zu Jugendhackt gibt es offensichtlich nie so viel Aktuelles. Aber ist ja auch der englischsprachige Raum, wie gesagt. Du kannst einfach mal auf einen Beispielartikel klicken. Würdest du noch mal kurz die JSON zeigen, die uns die Daten ausliest? Genau, hier ist jetzt die JSON-Datei, noch mal so mit Beispieldaten, die wir aus dem Internet ausgelesen haben. Genau. Genau, das war jetzt...
Da sehen Sie schon mal eins unserer größten Probleme. Zu wenig Trainingsdaten. Eigentlich sollte das nicht passieren. Wie gesagt, wir brauchen halt deutlich mehr Trainingsdaten, damit die KI oder auch unsere Systeme halt bessere Entscheidungen treffen und ja, auch noch contentbasiertere, also suchbasiertere Dinge heraussuchen. Und wie Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, unser Design ist noch nicht so das Allerschönste. Das würden wir auch noch gerne ein bisschen ändern. Genau. Ja, es ist halt so, dass wir jetzt nicht richtig URLs gefunden haben, weil das darauf geschränkt ist, was in den letzten 7 Tagen veröffentlicht wurde. Also es kann halt sein, dass für Jugendhackt eben nichts für die letzten 7 Tage gekommen ist und dann, ja. Danke ans Jugendhackt-Team und das war unsere Präsentation. Danke. Also, damit ich es richtig verstehe, in dieser Suche werden nur Nachrichtenseiten durchsucht. Ist das so? Naja, es wird die Google API, also es ist halt rein theoretisch, wird mit Google gesucht, nach dem Begriff, der eingegeben wird, und dann spuckt halt Google Seiten aus, die in den letzten 7 Tagen aktualisiert wurden zu dem Thema. Ah, okay. Und wollt ihr weiterhin alleine auf der KI beruhen oder dürfen Nutzerinnen auch noch angeben, inwieweit das vielleicht ihrer Meinung nach so stimmt? Ja, das müssen wir dann halt in einer weiteren Version einbauen, damit dann halt sowas, also damit die KI damit auch trainiert werden kann, damit sie mal merkt, wenn sie was falsch gemacht hat. Also es gibt schon, die Idee ist, dass da auch weitere Daten entstehen, die die KI besser machen sollen. Genau, das hätte halt auch den Vorteil, dass die KI aktuell bleibt und dass sie immer auf aktuelle News auch angepasst ist. Okay, vielen Dank. Ja, wenn jetzt dieses Wochenende zu Ende ist, wir wollen noch nicht dran denken, aber es kommt ja das Ende leider. Für dieses Wochenende. Es geht weiter. In anderen Städten, an anderen Orten gibt es weitere Events. Ihr seht es auf der Folie. Frankfurt, Rhein-Neckar, die Anmeldungen laufen. Das heißt, wenn ihr von hier aus gleich weiterfahren wollt oder zumindest nächsten Monat weiterfahren wollt oder wenn jetzt Menschen, die heute zugucken, die noch nicht mit dabei waren, Lust bekommen haben, die Anmeldungen sind schon auf. Es gibt auch im Sommer ein Jugendcamp. Da haben wir aber noch mal eine extra Folie, da erfahrt ihr mehr. Und auch hier in Dresden geht es weiter. Wir haben im September einen Girls Day, einen Girls Hack Day und noch mal eine lange Nacht des Hackens im Oktober. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert, dann folgt uns vielleicht auf den sozialen Netzwerken oder sagt uns Bescheid, dass ihr Informationen bekommen wollt. Die kommen dann in den nächsten Monaten und dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand und könnt auch da alle mit dabei sein. Und falls ihr noch nie bei so einem Event wart und euch fragt, wie läuft das ab und was muss ich da bezahlen? Es ist so, dass wir bei Jugendhackt eigentlich alles, was wir anbieten, kostenlos anbieten. Das heißt, wir lassen uns das von anderen Menschen bezahlen, wie beispielsweise dem Sächsischen Landtag. Und wir übernehmen auch Anreisekosten bis zu einer bestimmten Höhe, das Catering, die Übernachtung wird gestellt, alles wird bezahlt, sodass es wirklich keine Rolle spielt, wie viel Geld man hat oder ob man in der Lage ist, etwas zu zahlen oder nicht, sondern alle sind herzlich willkommen, bei Jugendhackt mitzumachen. Und wenn ich das hier neben mir richtig sehe, ist die nächste Gruppe quasi bereit für uns. Quasi. Points for Riding bekommt ihr jetzt vorgestellt von Johannes und Benjamin. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch heute unsere App Points for Ride vor. Wir haben uns erstmal damit befasst, dass es einfach viel zu wenig Motivation, auch durch Apps zum Beispiel, gibt, sich umweltfreundlich fortzubewegen. Also am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, so heißt auch der App-Name, oder eben auch mit ÖPNV. Deswegen soll die App eben motivieren mit einer Art Punktesystem, solche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Idee war, durch eine Bestenliste und durch Challenges eben diese Motivation zu schaffen, und durch das Punkte sammeln, schaltet man eben
Zusatzfeatures zum Beispiel frei und steigt auf einer besten Liste weiter auf. Das Endprodukt. Die App enthält momentan eine manuelle Kilometereingabe und ein grundlegendes Punktesystem. Genau, das Programm haben wir mit Dart und Flutter programmiert. Das sind Programmiersprachen, soweit ich weiß, von Google, die vor allem für Android nützlich sind. Als IDE haben wir aber leider keine Software auf dem PC verwenden können, sondern mussten auf eine Online-IDE namens Dartpad.dev umsteigen. Das hat aber auch ganz gut geklappt. Hier zeigen wir euch noch ein paar Screenshots und ein Live-Beispiel. Ja, hier ist nochmal der Code. Genau, das ist so. Ja, das ist momentan die App. Hier kann man eingeben, wie viele Kilometer man gefahren ist. Und dann bekommt man, je nachdem, wie viele Kilometer man gefahren ist, Punkte. Und dann soll man auch noch, wenn man auf Aktualisieren drückt, noch ein generelles Punktesystem bekommen, in dem alle Punkte addiert werden. Ja. Genau, das funktioniert nur gerade noch nicht. Wir bräuchten dafür dann einen Server wahrscheinlich. Das ist also noch etwas, was dann auch folgen soll. So, genau, damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Also weitere Features, die eben noch dazukommen sollen, sind eben eine Bestenliste. Das haben wir eben nicht hingekriegt, weil dafür zu wenig Zeit war und wir einen Webserver gebraucht hätten. Genauso mit den Challenges bzw. GPS-Tracking war auch eine eigentliche Idee. Aber das wäre so irrsinnig kompliziert geworden, das hätte die Zeit dann leider nicht mehr hergegeben. Als Fazit hat es sehr viel Spaß gemacht, zumindest zu versuchen, eine App zu programmieren, auch wenn wir leider unsere eigentliche Idee nicht umsetzen konnten. Aber dafür, dass wir nur zu zweit waren und eigentlich sehr wenig Programmiererfahrung hatten und zusätzlich auch nochmal eine neue Programmiersprache lernen mussten, finde ich, waren wir jetzt sehr gut. Ja. Ja, Sekunde, ganz zu Ende ist noch nicht, gleich können wir gehen. Ich möchte uns nur noch mal kurz vorstellen, das ist der Johannes und ich bin der Benjamin. Wir haben das zusammen entwickelt. Mentor war Henning, vielen Dank an dich und auch an die anderen Mentoren, unter anderem The One with the Braid, Pascal, Willi und diverse andere, die mal zwischendurch vorbeigeschaut haben. Dankeschön. Ihr habt schon selber gesagt, bleibt noch kurz da. Ihr habt euch das am Anfang etwas anders vorgestellt. Ich habe gelesen von GPS-Tracking. Ihr wolltet eigentlich gerne, dass das automatisiert läuft. Jetzt, wenn ihr so ein Projekt mal versucht habt, von der Idee und dann zu gucken, wie ist es umzusetzen, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Mit was für einer Lernerfahrung geht ihr hier raus heute? Ja, also es ist halt als Zweierteam eben nicht einfach, sowas auf die Beine zu stellen, vor allem eben ohne diese Erfahrung in dieser Programmiersprache. Ich weiß nicht, ob man eben den Code kurz gesehen hat, aber wenn man vorher in einfachen Programmiersprachen mal kurz gearbeitet hat, ist das halt einfach eine ganz andere Nummer. Ich finde aber schon, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt sich etwas Zeit nimmt und ruhig dran weiterarbeitet, dass man schon was schafft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da einfach ein weißer Bildschirm war. Es war ja schon was zum Interagieren da und das ist ja schon mal was. Klar, klar. Das heißt, ja? Gerne. Das heißt, ich höre daraus, dass ihr beharrlich weitermacht, vielleicht an dem Projekt, vielleicht an einem anderen Projekt? Ja, genau. Also wir haben das auf Git veröffentlicht und wollen da dann auch gerne weiter dran arbeiten. Also mal ein bisschen was am Design vielleicht verändern. Und wenn wir zu Hause sind, nach dem Event, dann hat man vielleicht auch noch mal was mehr Zeit und kann sich in Ruhe ein paar Tutorials dazu anschauen. Und dann okay. Soll das schon noch was weiterentwickelt werden. Seid ihr offen für neue Teammitglieder?
Ja, gerne. Also man. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal Werbung zu machen. Also wer Points to Ride oder Points for Riding oder Points for Ride, seit heißt die mittlerweile, wer zu diesem Team hinzustoßen möchte, der kann sich gerne melden. Die Projekte und auch die Links dazu, die kann man später auch auf unserer Webseite abrufen. Dazu erfahrt ihr mehr. Wenn ihr schon bei Jugendhackt seid, über Zulip kann man euch finden. Da seid ihr mittlerweile ja, genau. Auch. Einfach mal nach Points for Ride fragen und dann werdet ihr schon auf Benjamin und Johannes treffen. Gut, vielen Dank. Ja, danke schön. Genau, Luzi hat es eben schon angesprochen. Wir sind in diesem Jahr auch ein bisschen glücklich, aber irgendwie auch passend zu unserem 10-jährigen Jubiläum auch beim Chaos Communication Camp. Das findet alle 4 Jahre statt und ja, knapp 5000 Hackerinnen aus der ganzen Welt kommen da zusammen und bilden so eine große Zeltstadt, großes festivalartige Zusammenkunft. Und in diesem Jahr werden wir als Jugendhackt auch im Jugendvillage vertreten sein. Das heißt, wenn ihr Interesse habt und noch Zeit und Lust habt, vom 15. bis 19. August mit uns auf dieses Camp zu fahren, dann meldet euch bei uns an. Über unsere Webseite könnt ihr euch anmelden. Da findet ihr alle Infos dazu. Wir werden dort zusammen zelten, wir werden dort zusammen kochen, essen. Es wird Workshops geben, es wird andere Freizeitangebote geben. Wir werden uns mal angucken, was auf dem Camp alles so los ist. Und ich glaube, es wird eine ziemlich gute Zeit. Also wenn ihr daran Interesse habt und zwischen 14 und 21 Jahre alt seid, dann seid ihr herzlich willkommen, mit uns aufs Camp zu fahren. Auch das wieder ist kostenlos. Das heißt, wir freuen uns natürlich über Spenden, aber es muss nicht sein. Ich gucke mal ganz kurz zur Seite. Ja? Ihr seid soweit? Wunderbar. Dann darf ich die nächste Gruppe begrüßen auf der Bühne. Ich glaube, ihr stellt euch selbst vor. Und ja, viel Spaß. Genau, wir sind die Gruppe, die das Accessibility Network programmiert hat. Und zwar sind wir Emma, Benedikt, Yannick und ich bin Dorothea. Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, bequem von zu Hause im Internet nachzugucken, ob ein Ort barrierefrei ist. Und wenn da schon ein kleines Icon steht, dass er barrierefrei ist, dann weiß man nicht in welcher Form, also ob da jetzt einfach eine Rampe ist oder ein Fahrstuhl oder vielleicht ein Blindenleitstreifen. Das Problem wollten wir lösen, indem wir eine Website programmieren, wo zu den öffentlichen Orten eine Beschreibung steht mit den verschiedenen Arten der Barrierefreiheit, die dort gegeben sind. Ja, also unsere Herausforderungen waren auf jeden Fall erstmal einen geeigneten Kartenanbieter zu finden, da viele Kartenanbieter einfach viel zu viele Funktionen hatten, die wir nicht benutzen würden. Außerdem war das schwierig, die einzelnen Koordinaten, zumindest die genauen Koordinaten der Orte zu finden, da es einfach nirgendwo steht. Außerdem waren die Informationen über die Barrierefreiheit meistens sehr versteckt auf den Webseiten oder gar nicht erst vorhanden. Es gab außerdem auch Probleme mit der Datenbeschaffung. Um diese Herausforderungen zu lösen, haben wir unter anderem Programmiersprachen verwendet wie JavaScript, HTML, CSS und um Kartendaten zu bekommen, die auch Open Source waren, OpenStreetMap und OpenLayer. Ja, kommen wir jetzt zu einer kleinen Demo von unserer Website. Also, unsere Website ist erstmal so aufgebaut, man sieht eine größere Karte, ja, jetzt haben wir es hier zu sehen. Man sieht eine Karte und auf der sind verschiedene Punkte eingezeichnet. Da oben sehen wir auch einen Überblick über die Punkte, zum Beispiel das Hygienemuseum. Da ist auch eine kleine Zusammenfassung, was da alles barrierefrei ist. Also es gibt zum Beispiel, also das Hygienemuseum ist rollstuhlgerecht, es hat einen Leitstreifen und Blindenschrift. Und es sind auch verschiedene Angebote in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel eine leichte deutsche Sprache oder Gebärdensprache verfügbar. Man kann auch außerdem nach den verschiedenen Orten suchen. Okay. Natürlich ist unser Programm jetzt noch nicht perfekt, deswegen haben wir verschiedene Zukunftsvisionen.
Zuallererst sollen Nutzer in Zukunft selber ihre eigenen Daten eintragen können. Wir wollen einen Zugriff auf eine Datenbank realisieren, da wir zurzeit die Daten noch per Hand eintragen mussten. Und wir wollen mit unserer Website Unternehmen inspirieren, mehr Barrierefreiheit zu schaffen, da sie zum Beispiel dadurch, dass sie auf unserer Website angezeigt werden, vielleicht mehr Besucher bekommen könnten. Ja, jetzt natürlich die große Frage, wo findet man uns? Also man findet uns erstmal auf GitHub. Wir haben auch unsere Website jetzt live online. Die können Sie gerne testen. Sie wird gerade über GitHub gehostet. Ja, und falls ihr uns anschreiben wollt, könnt ihr uns gerne auf Zurlib einfach bei JugendTech finden, also für die meisten, die halt schon auf Zurlib sind. So, dann gebe ich einmal weiter. Vielen Dank nochmal an unsere Mentoren beiden, dass sie uns so sehr gut geholfen haben. Und danke für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr uns zugehört habt. Verstehe ich das richtig? Man kann auch jetzt, also man kann sie jetzt schon nutzen und ihr plant, dass man dann eben auch Infos zu Standorten hinzufügen kann, ja? Ja, genau, man kann sie schon nutzen. Und den Kartenausschnitt, den ich gesehen habe, was ist das für ein, was wird da genutzt? OpenStreetMap. Okay, also könnt ihr ganz kurz erklären, was ist OpenStreetMap, was ist der Unterschied zu Google Maps dazu? OpenStreetMap ist Open Source, jeder kann es nutzen, jeder kann es verwenden, ohne irgendwelche Lizenzen zu bezahlen. Google Maps kann man halt nicht verwenden. Mhm. Okay, gut, vielen Dank. Es ist ein ganz wichtiges Anliegen von JugendTech, eben auch jungen Menschen klarzumachen, dass es natürlich auf der einen Seite kommerzielle Software gibt, aber eben auch Open Source, also frei verfügbare Software, die alle nutzen können, adaptieren können, dass es offene Daten gibt, die alle nutzen können, um Apps selbst zu gestalten und den Wert von offenen Daten und auch Open Source zu verdeutlichen und zu fördern, dass damit gearbeitet wird. Das ist auch ein wichtiges Anliegen von JugendTech. Vielen Dank, dass ihr das benutzt habt. Ich habe schon erzählt, JugendTech 10 Jahre alt. Es gibt diese Events, über die ihr jetzt schon ein bisschen was erfahren habt, aber mittlerweile seit einigen Jahren gibt es eben auch sogenannte Labs, JugendTech Labs. Und wir sind da in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Mittlerweile haben wir an 20 Standorten in ganz Deutschland Labs. Und die Idee war so ein bisschen, Angebote zu schaffen, in denen sich junge Menschen nicht gleich für ein ganzes Wochenende verpflichten müssen, mit Übernachtungen und mit anderen in einem Zimmer schlafen und an einem Projekt arbeiten, sondern wir haben einen Weg gesucht, wie wir ganz niedrigschwellig Angebote schaffen können in der Nähe, im ländlichen Raum, in Städten, wo junge Menschen überhaupt erstmal mit Technik in Berührung kommen, wo sie vielleicht begeistert werden darin, mit Software oder mit Hardware zu arbeiten, zu basteln, zu gucken, was kann ich damit tun. Das heißt, wir haben in diesen verschiedenen Städten so ungefähr im Rhythmus von 2 Wochen Workshops, die wir anbieten, wo auch ehrenamtliche MentorInnen eben eine Einführung geben in eine Programmiersprache oder sagen, wir arbeiten jetzt mal an einem kleinen Hardware-Projekt, zum Beispiel hier mit einem kleinen Mikrocontroller. Diese Angebote richten sich genauso an Menschen zwischen 12 und 18, die wir sozusagen heranziehen, auch mit interessieren wollen, dafür mit Technik auch gesellschaftliche Fragen vielleicht zu lösen oder sich damit zu beschäftigen und die dann vielleicht irgendwann auch mal bei den Events auftauchen. Und die Anja und Moritz, die sind hier aus Sachsen und werden uns noch ein bisschen was zu den Sachsen-Labs erzählen. Genau, also ihr könnt es dem... Vielen Dank. Ja, danke für die Einleitung. Ihr könnt es gerne dem kleinen Alpaka hier klein tun, das gleich tun. Dieses Alpaka, das reist nämlich von diesem Event hier in Dresden zum Lab in Dresden. Jede Woche Mittwoch ab 16 Uhr treffen wir uns da und basteln auch weiter an Projekten. Also bringt auch gerne eure Projekte mit. Aber das Lab in Dresden ist nicht das einzige Lab in Sachsen, bei dem ihr weiterhin Jugendhackt im Jahr haben dürft. Genau, immer alle 2 Wochen Mittwoch um 16 Uhr gibt es auch in Freiberg und in Görlitz ein Lab. Das Lab in Görlitz ist in der Raprika und in Freiberg findet ihr es im Pi-Haus. Bringt tolle Ideen mit, weil dort warten tolle Mentees mit viel Wissen, die gerne euch unterstützen, das umzusetzen, was ihr euch vorstellt.
Genau, unser Fokus ist künstliche Intelligenz. Also falls ihr euch mit diesen Themen befassen möchtet, da haben wir entsprechende Expertise auch vor Ort. Also kommt gern vorbei, nicht nur in Dresden, nicht nur in Sachsen, je nachdem, wo ihr seid. Das nächste Lab ist nicht fern. Genau, experimentiert mit uns. So, die nächste Gruppe steht bereit und die wird sich auch wieder selbst vorstellen. Insofern mache ich mich schnell von der Bühne. Genau, dann herzlich willkommen zu unserer kleinen Präsentation unseres Prototypen, den wir an diesem Wochenende gebaut haben. Unser Prototyp heißt 2FA Bell. Das heißt, steht für die Two-Factor Authentification Bell. Das heißt auf Deutsch einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil unsere Idee war, einfach eine neue, sichere Art, die Haustür aufzumachen, zu gestalten. Genau, wir wollen euch kurz vorstellen, wie unser Prototyp funktioniert und was unsere Idee dahinter wirklich war. Dann ein paar Zukunftsvisionen oder einen Einblick in die Zukunftsvision geben. Auch noch kurz unser Team vorstellen, auch unseren Mentor kurz. Und am Ende noch unser Gerät natürlich live präsentieren. Genau. Genau, unser Prototyp, der ist natürlich einzigartig, würden wir mal so sagen. Neu und natürlich auch super hochwertig, was wir hier gebaut haben, mit Hilfe des Fabmobils auch. Genau, das werden wir auch gleich nochmal zeigen. Genau, wir wissen ja alle ganz normal mit dem Schlüssel, da schließen wir unsere Haustür auf. Aber mittlerweile gibt es natürlich so viele Wege, einfach dieses Schloss mit einem ganz kleinen Dietrich oder sowas kann man auf YouTube so viele Tutorials finden, wie man so ein Schloss einfach ganz einfach knacken kann. Deswegen haben wir uns gedacht, einfach nur eine neue Idee, auch auf technologischer Basis zu finden, dass die Tür sicher neu öffnen soll. Dafür haben wir die 2FA Bell, auch auf Deutsch mal, entwickelt, die halt das Gesicht und auch den Fingerabdruck als biometrische Daten nehmen soll und dann dadurch die Tür öffnen wird. Das Projekt basiert auf einem Raspberry Pi, den wir mit Python programmiert haben. Viel Hardware kommt aus dem Fabmobil. Wir wollten eigentlich noch den Fingerabdrucksensor anbauen, aber wir hatten leider keine Zeit mehr dazu. Und wir wollten ein hochwertigeres Gehäuse haben, das heißt aus 3D-Drucker oder halt was Stabileres. Und das mit dem Gesicht, mit der Gesichtserkennung, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Das erkennt jetzt jedes Gesicht, aber auch Alpakas. Ja. Genau, dann würden wir einfach mal. Ach nee, Quatsch, ja. Dann erstmal unser Team vorstellen. Gut, ich würde jetzt noch unser Team vorstellen. Also, wir haben Max, der hat bis zum Mittag mit in der Programmierung mit mir zusammengearbeitet. Und dann am Nachmittag den Jungs beim Design geholfen. Die beiden haben nämlich dieses schöne Case, was man hier auch sehen kann. Und mit dem Deckel hier mit Gravur entwickelt. Und natürlich hat unser Mentor Peter uns bei allem unterstützt. Deswegen würde ich euch nochmal bitten, einen herzlichen Applaus für Peter, unseren Mentor. Genau, und dann würden wir jetzt noch gerne eine kleine Demo von unserem Prototypen geben. Genau, auf diesem kleinen Mikrocontroller, das, wie Jurik uns schon erzählt hat, läuft auf einem Raspberry 3. Wir haben ein Python-Skript entwickelt, was hier durch das Terminal gleich aufgerufen wird. Und wir würden gerne einmal Nils bitten, als Testobjekt zu fungieren heute. Oder als Testperson zumindest. Genau. Noch ein bisschen hoch. Geht das auch mit Bart, ja? Ja, es funktioniert, alles gut. Genau.
Anhand einer Daten oder eines Datensatzes wird jetzt durch die Kamera dieses Bild, ja genau, hier kann man schon nie es sehen. Wie gesagt, die Gesichtserkennung funktioniert noch nicht perfekt, weil der Datensatz auch noch nicht sehr groß ist, aber es erkennt zumindest größtenteils Gesichter. Es hat auch schon ein paar Geister bei uns im Zimmer erkannt, zum Beispiel das Plakat hat es auch erkannt und natürlich das Alpaka auch. Genau, und es sucht auch immer weiter nach Gesichtern, wenn es zum Beispiel die Kamera so im Leerlauf ist, dann sieht man, genau, es hat gerade irgendwas gefunden, Nils Bein zum Beispiel. Genau, wie gesagt, es funktioniert eben noch nicht so gut. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine Frage. Also, das ist ja nicht ohne Fingerabdruck und Gesicht zu scannen. Wo sind diese Daten hinterlegt? Wie habt ihr euch das gedacht? Wie sind die geschützt? Also wir haben dieses Python-Skript entwickelt mit unserem Mentor, wie gesagt. Und wir haben da eine XML-Datei. Das ist eine große Datei mit ganz vielen Daten einfach aneinandergereiht. Das waren über 30.000 Zeilen. Die wird dann von diesem Python-Skript ausgelesen und dann arbeitet dieses Python-Skript mit der Kamera anhand dieser Daten zusammen und fungiert dann halt als, wo könnte jetzt ein Gesicht sein, versucht halt verschiedene Koordinaten zu finden, wo gesichtsähnliche Züge vorhanden sein könnten und zeigt es dann an. Also noch ist eine Gesichtserkennung? Es ist eher so eine... Es erkennt Gesichter, aber später wäre sozusagen die Datenbank mit den Gesichtern, die reingelassen werden, richtig, auch mit in dem genau. Gerät. Und wir würden das weiterentwickeln, wäre das eigentlich so, dass wir noch diesen Fingerabdrucksensor mit reinbringen würden und die dann zusammen fungieren sollten. Und das haben wir ja leider heute auch nicht mehr hinbekommen, dass dann eigentlich eine LED-Kette aufleuchten sollte, sobald ein Gesicht erkannt wurde, beziehungsweise das Gesicht erkannt wurde, was auch als Bild hinterlegt wurde. Aber soweit, das haben wir heute sehr große Probleme gehabt zum Mittag. Genau, kann vielleicht. Ja, also wir hatten das sehr große Problem, dass er den LED-Strip nicht erkannt hat. Und wenn jemand mithelfen will oder vielleicht auch noch von LED-Strips Ahnung hat, unser ganzes Projekt ist natürlich Open Source auf GitHub zu finden unter unserem Namen, also diese 2FA Bell. Haben wir das dort geleast? Vielleicht will jemand mitarbeiten. Ihr findet uns, wie gesagt, und könnt uns anschreiben. Ja. Dann nochmal vielen Dank. Dankeschön. Ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, man kann hier kostenlos teilnehmen. Unsere Angebote versuchen wir weitgehend kostenlos zu machen. Das heißt aber auch nicht, wie ich auch schon gesagt habe, dass es uns nichts kostet. Und deswegen möchten wir die Gelegenheit nutzen und aufrufen dazu, uns zu spenden. Das heißt, man kann uns direkt auf unserer Website unter jugendhack.org/spenden über verschiedene Wege Geld zukommen lassen, mit denen wir Angebote wie diese hier durchführen können. Das heißt, wenn ihr bisschen Taschengeld übrig habt und sagt, ah ja, das nächste Jugendhack-Event, da würde ich gerne mitmachen, damit es auch vielleicht ein bisschen mehr Essen gibt, gebe ich noch ein paar Euro mehr dazu. Oder vielleicht die Eltern, die sagen, das war echt so ein tolles Angebot, wir sind gerne bereit, ein bisschen was zu spenden, um dieses Programm weiter zu finanzieren, dann findet ihr dort alle Infos, wie ihr das tun könnt. Ihr seid soweit. Ich gucke ganz kurz. Nein, ich hatte nicht noch eine Folie. Und Siri und Mr. Tuxer werden uns jetzt erklären, was es mit dem First Aid Alpaka auf sich hat. So, ich würde uns erstmal vorstellen, wir sind das Team First Aid Alpaka, bestehend aus mir, Mr. Tuxer, Siri und natürlich unseren allergrößten Helfer, das Reisealpaka. Das hat uns seelisch unterstützt und durch das Projekt geleitet. Genau, worum geht's beim First Aid Alpaka? Wir haben ein Forum erstellt, wo sich Dresdner SchulsanitäterInnen untereinander vernetzen können. Sie können Statistiken einsehen zu Häufigkeiten von Verletzungen an Dresdner Schulen. Aus dieser Statistik können dann die Schulen sozusagen ziehen, dass die an bestimmten Stellen vielleicht die Sicherheit ein bisschen vergrößern müssten. Zum Beispiel, wenn da steht, dass sehr viele Treppenstürze passiert sind, passend zu Tuxa heute, dass die dann sagen, ja, müssen wir mal gucken, dass wir an unseren Treppen irgendwas vielleicht sicherer machen. Und so nebenbei ist es noch eine Vernetzungsmöglichkeit für SchulsanitäterInnen, aber das zeigen wir euch nochmal genauer. Genau, und nochmal kurz zusammengefasst die Funktion. Wir haben die Statistik, die einsehbar ist. Wir haben ein Formular, um selber Einsätze hochzuladen, damit die Statistik halt weiter gefüttert wird. Und ein kleines
Forum zum Vernetzen. Genau. Was das so bringt, das Ganze, sind halt eine effektivere Erstversorgung, dadurch, dass man sich besser darauf vorbereiten kann, weil man ja sieht, was irgendwie tendenziell häufiger dann passiert. Die Sicherheit kann erhöht werden an den Schulen, wie gesagt, und man kann langfristig Material planen. Wenn man zum Beispiel sieht, ja, wir brauchen häufig Stabilisationsverbände, müsste man davon halt mehr dann anschaffen. Um so ein Projekt natürlich zu realisieren, haben wir folgende Technologien verwendet. Ich habe auch gerade schon gesehen, dass wir eine vergessen haben. Die erste würde lauten Mate, um natürlich wach zu bleiben die ganze Nacht. Wir haben dann auch noch HTML und CSS verwendet. Das nutzt man halt so, um Webseiten zu bauen. Dann haben wir noch Chart.js verwendet, um die Diagramme zu erstellen und halt Statistiken auszuwerten. MAP, um diese Präsentation gerade anzuzeigen und zu erstellen. Dann nochmal GitHub Actions, um halt die Webseite zu bauen. Und halt dann noch das Restliche. Unser Projekt ist übrigens auf GitHub verfügbar und steht unter der GPL 3 License. Und wir haben noch, um das FabMobil mal auszuprobieren, uns unser Logo nochmal ausgedruckt. Das ist die Frage, ob die Kamera hin. Haben wir so für uns kleine als Erinnerungsstück das immer ausgedruckt im Lasercutter. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Noch eins. Noch eins. Genau, und jetzt würden wir euch kurz die Webseite zeigen. Die Frage, ob du umspringen kannst. Haben's gleich. Ah, da ist sie ja. Also das ist unsere Startseite, da hat man so einen kleinen Einführungstext, worum es auf der Seite geht. Die Menüs oben, die man da in der Ecke auf dem Grünen sieht, werden nochmal erklärt, wo man was findet. Kannst du? Genau, dann haben wir hier ein Formular, wo man die Einsätze eintragen kann. Da kann man auch tatsächlich schreiben. Und bei Typ der Verletzung kann man das auswählen, da haben wir ein bisschen was vorgefertigt. Das Ganze wird dann in die Statistik umgeleitet, die es hier nicht anzeigt, das ist sehr schön. Jetzt, ja. Und ja. Die Statistik basiert auf Chart.js und das bezieht sich die Daten derzeit noch aus statischen Demo-Werten. Wir haben auch das Ziel, die Werte dann auch noch basierend auf Live-Daten anzupassen. Das heißt, wenn ein neuer Fall eintritt, dass wir halt einfach bloß den Wert um 1 erhöhen. Genau, dann haben wir noch zum Schluss das für Kontakte, wo man einmal eine Vorlage hat, um selber was sozusagen hochzuladen, wenn man sich über irgendwas unterhalten möchte. Oder man kann unten auf andere Anzeigen antworten. Genau, ich kann schon weiterreden. Als Fazit haben wir sozusagen unseren Ausblick auf was wir noch machen wollen. Wir wollen das auf sachsenweit erweitern, das Ganze, damit einfach mehr Daten sind. Wir brauchen eine allgemeine Datenbank, um das Ganze überhaupt zu speichern und das allgemeine Backend überhaupt noch ein bisschen erstellen, dass es irgendwie ein bisschen mehr im Hintergrund läuft. Und zum Ende möchten wir dem Team von JugendHack danken, unseren beiden Mentoren Yoshi und Yuki für die Unterstützung und Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben schon gehört, wie es weitergehen soll. Ich nehme an, du bist auch Schulsanitäterin. Das heißt, es war auch so ein inneres Anliegen, du bist mit diesem Projekt schon hergekommen. Also ich wollte irgendwas in Verbindung mit Schulsanitätsdienst machen und da ist mir das dann eingefallen. Okay, das heißt, auch dieses Projekt wird definitiv weiterlaufen und weiter wachsen? Vielleicht nicht genau so, aber ungefähr ja. Okay, dann wünsche ich dabei viel Spaß und viel Erfolg und nochmal herzliches Dankeschön.
Genau, falls ihr etwas später eingeschalten habt oder verschiedene Verkehrsmittel euch aufgehalten habt, hier pünktlich da zu sein, oder ihr einfach nochmal nachschauen wollt, was eigentlich genau erzählt wurde, findet ihr alle Projekte, die ihr heute gehört habt oder die ihr leider verpasst habt, auch nochmal auf der Website von JugendHakt. Dann einzelne Clips, also es sind dann, ihr könnt natürlich gerne den ganzen Stream nochmal angucken, aber wenn euch bestimmte Themen interessieren, könnt ihr gerne auf jugendhakt.org/projekte nochmal nachschauen, was alles so entstanden ist, was genau gesagt wurde und dann vielleicht auch nochmal nachgucken, wer alles mit dabei war, wen ihr kontaktieren könnt, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und für die vielen weiteren Informationen, die es immer so gibt über das ganze Jahr, seht ihr auch nochmal, JugendHakt findet ihr eigentlich auf jeder sozialen Plattform. Das heißt, wenn nach JugendHakt gesucht wird, da gibt es dann auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube und Chaos Social auch nochmal das ganze Jahr alle Informationen zu den Labs, zu den Events, zum Camp und auch wenn mal wieder Projektpräsentationen live zu sehen sind. Und das nächste Projekt ist auch schon bereit. Ihr habt ein Mikro, ihr kriegt meins auch gleich noch. Und dann geht's los mit Mein School. Wir haben das Projekt Mein School, Mein Minecraft School gemacht. Das Problem war, dass Schule langweilig ist und Schulwege häufig sehr anstrengend sind und das Schulsystem dringend eine Überarbeitung braucht. Die Lösung dafür war, dass wir eine Schule in Minecraft bauen. Die Idee war, dass wir eine Schule mit Aufgaben, Wissen und verschiedenen Freizeitangeboten in Minecraft machen. Dazu haben wir zwei verschiedene Belohnungssysteme. Einmal mit Erfahrung, wo das dann auf einer Rangliste angezeigt werden kann und es dann Noten ersetzen kann. Dann haben wir noch, dass man schnell zu den verschiedenen Klassen sich teleportieren kann, so dass man nicht einfach ständig zwischen den Klassen hin und her laufen muss. Und zusätzlich haben wir vieles mehr. Dabei haben wir verschiedene Räume, die verschiedene Funktionen erfüllen. Als erstes haben wir den Hub, wo man dann ganz schnell die verschiedenen Räume erreichen kann, ohne große Umwege. Ja, ich habe ein Eisbärenhaus gebaut. Mein Lieblingstier ist ein Eisbär, also habe ich einen Eisbär gebaut. Dort kann man reingehen und man findet Aufgaben und Bücher voll mit Wissen über Eisbären. Genau, das Jump'n'Run gehört zu einem Teil des Sports. Es gibt zwei Jump'n'Runs. Das erste ist für Anfänger. Und ja, so viel dazu. Genau, dann geht es zur Sporthalle mit Rundlaufbahn. Da in Minecraft Sport nicht anstrengend ist, da man nur ein paar Tasten drücken muss, damit man rennen kann und all das, habe ich mir einen Parcours gebaut, damit es ein bisschen erschwerend ist. Genau, das zweite Jump'n'Run ist eher etwas für Fortgeschrittene und es ist auch mit Belohnung ausgestattet. Ja, das Logic Quiz. Ich habe etwas gebaut, wo man zuerst erfährt, was sowas wie AND, NOT oder OR Gatte sind. Und das wird dann halt in einem Quiz abgefragt. Und man muss halt vielleicht auch später noch selber solche Gatter bauen. Genau, der Garten ist so eine Art Pausenhof. Mit einem Hasenstall und einem Eisbären-Eisberg, sag ich mal. Es gibt ein Haus, also es gibt ein kleines Gebäude zum Unterschlupf, falls es regnet, und noch ein anderes, damit man wieder zurück zum Hub kann. Da haben wir einmal den Redstone-Raum. Der ist für mich ganz besonders schön, weil der halt das kombiniert, was wir ITler hier zum Beispiel bräuchten. Und zwar kombiniert er Wissen, Fehlersuche und allen möglichen, um so gut wie es geht, hier durch die Level zu kommen. Die werden natürlich von leicht zu schwer. Da wird auch im Spiel noch erklärt, wie die einzelnen Redstone-Mechaniken funktionieren, damit man auch damit schon mal etwas
machen kann. Redstone ist in diesem Spiel sozusagen eine Art Stromquelle oder Strom, was auch noch ganz gut passt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas mit Hardware macht. Dann habe ich noch ein Quiz erstellt mit verschiedenen Fragen zum Allgemeinwissen, zum Beispiel, was ist der längste Fluss der Welt oder was ist der größte Ozean der Welt, was man dann lösen kann, indem man einfach die richtige Antwort anklickt und dann wird man einfach zum nächsten Raum teleportiert und kriegt entweder, wenn man es richtig hatte, extra Punkte oder wenn man es falsch hatte, passiert halt nichts. Genau, der Eierlauf ist ein Teil des Sports. Es gibt den grünen und den roten Bereich. Man kann bis zu über 16 Eier mitnehmen, falls man Bock hat. Kann aber auch nur einen einnehmen. Genau, man soll auf dem grünen Bereich laufen. Wenn man den roten berührt, lässt man quasi alle Eier fallen. Das Teleportbuch, das ist... Da kann man auf die verschiedenen Knöpfe drücken, da wird man von Raum zu Raum teleportiert, damit man halt schneller von Raum oder Klasse zu einer anderen Klasse kommen kann. Natürlich braucht eine Schule auch ein Klassenzimmer für Mathe und dafür haben wir Aufgaben zum Satz des Pythagoras gemacht, die auch automatisch kontrolliert werden. Das war unsere Präsentation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und noch vielen Dank an die Mentorinnen und Mentoren. Vielen Dank euch. Ich würde gerne mal auf dieses Redstone-Rätsel zurückkommen. Also ich habe das so verstanden gestern Abend, dass man da auch gucken kann, wie man Stromkreis erstellt. Ist das korrekt? Ja? Also kannst du da so ein Beispiel geben für so eine, wie läuft das ab? Also man hat halt verschiedene Schaltungen, die ich von einfach bis nach schwer kategorisiere. Mit einfach sind ganz normale kleine Sachen wie ein kleiner Stromspeicher, wie verzögerte Schaltungen. Und später kommen dann halt komplett komplizierte Sachen, wie zum Beispiel Grafikkarten, Computer, Quantencomputer. Kann man tatsächlich bauen, auch wenn man es glaubt oder nicht. Das ist dann absolute Endstufe von Redstone-Techniken in Minecraft. Das sagen wir, also da geht man dann wirklich mit auf dem, wie Minecraft programmiert ist, ein, um die dann zu bauen. Okay. Ich habe noch eine Frage an dich, Maxi. Du hast auch ein bisschen erzählt, dass über sozusagen grundlegende Programmierfunktionen. Ist das etwas, wo du sagst, das hättest du gerne mehr im Unterricht oder in der Schule? Oder gibt es das bei euch schon? Oder? Also Programmierunterricht? Ja, du hast darüber... Auf jeden Fall Programmierunterricht hätte ich auf jeden Fall viel mehr gerne. Mhm. Also ich hatte in der Grundschule mal so einen Computerkurs, aber das könnte man eher so LibreOffice-Grundlagen für Anfängerkurs nennen. Das höre ich nicht zum ersten Mal, ja. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise von euch nochmal hier so eine Botschaft, dass Programmieren oder Grundlagen des Programmierens unbedingt in den Schulunterricht gehören, ja? Auf Kann ich das richtig Fall. Verstehen? Okay. Ich hoffe, das wurde gehört hier, zumindest im Plenum auf jeden Fall und online dazu auch. Vielen Dank euch. Es wurde schon ganz oft auch von den Gruppen gedankt und ich habe es schon eingangs gesagt, ohne MentorInnen wären diese ganzen Events und Labs nicht möglich. Die MentorInnen geben wirklich alles dafür, dass die jungen Menschen hier die besten Bedingungen vorfinden, um zu lernen, um ihre Projekte umzusetzen. Und als schönes Beispiel dafür ist es auch so, dass die Mentoren auch jetzt noch während der Präsentation für ihre Gruppe arbeiten, also während wir hier weiterhin die Projekte gehört haben, haben die Mentorinnen rausgefunden, warum vorhin bei der Gruppe Fake News Detection da so eine Werbung eingeblendet wurde. Sprich, diese App ist auf eine Seite natürlich dann gelangt per Zufall, die automatisch weitergeleitet wurde zu seinem Spam. Und das war natürlich sehr unglücklich, dass der Gruppe jetzt hier in der Präsentation so eine Werbung angezeigt wurde. Und um das aufzuklären, einfach nur mal hier der Hinweis, auch das haben gerade die Mentoren nebenbei so gemacht, um klarzustellen, dass das jetzt nicht der Plan war dieser Gruppe, dass das so läuft.
Genau, also der Link war eine legitime Nachrichtenseite, die quasi... Wo es dann aber eine Weiterleitung gab. Genau. Insofern würden wir jetzt ganz gerne einfach nicht nur Danke sagen, sondern auch alle aufzählen, die hier als MentorInnen dabei waren und überhaupt dieses Event möglich gemacht haben. Deswegen bitten wir euch jetzt mal aufzustellen. Steht mal auf, dass man euch sieht. Moritz, Yuki, Erdgar, Peter, Paolo, Frieda, Basti, Anna, Moritz, Julian, Gustav, Anouk, Pascal, Yoshi, Willi, Martin, Lars, The One with the Braid, Tobias, Karl, Henning, Payovu, Jakob und Mo. Einen herzlichen Dank, einen riesen Applaus an euch bitte. Und natürlich braucht es auch so ein Orga-Team, was in der Vorbereitung dieses Event überhaupt erst auf die Beine stellt und auch jetzt hier dafür sorgt, dass alle im Hostel ankommen, die im Hostel übernachten, dass hier alles richtig abläuft, dass alle Materialien da sind, die gebraucht werden. Und deswegen ein riesiges Dankeschön an Robert, Nils, Anton, das bin ich, Anton, Benjamin, Julia, Emma, Theresa, Cassandra, Moritz, Luzi und Kirsten. Und last but not least, Sophie und Kunzi, die für uns hier die ganze Zeit die Videoaufzeichnung machen und die auch dafür verantwortlich sind, dass wir das Ganze nun gerade live im Stream sehen können. Vielen Dank an euch. Jetzt reicht's auch mit dem Danke. Und jetzt seid ihr dran mit den Cybercards Dresden. Hallo, wir sind Tim, Marvin, Liam, Alfons und Joel und stellen euch das Projekt Cybercard Z vor, was es ist und was, ja, stellt euch Tim vor. Also, unsere Idee war, dass wir weniger in der Schule schreiben wollen und den normalen Unterricht digitaler gestalten wollen. Deshalb haben wir uns eine digitale Karteikarte gebastelt, die man mit Hilfe einer Website ansteuern kann und darauf dann Text angezeigt werden kann. Ich erkläre euch jetzt noch ein paar Sachen zu den Programmiersprachen und Tools. Als Sprache, um die Website zu erstellen, haben wir HTML genommen. Für die Verbindung mit dem Minicomputer haben wir Python genommen. Und als Tool, damit die Website schöner ist, haben wir Bootstrap genommen. Jetzt sagt Marvin noch was zum Code. Also hier ist ein Teil des Codes von der Website, das hier ist hauptsächlich, dass es halt schön aussieht und wie das alles eingerückt ist. Aber in Python gibt's dann so, haben wir sozusagen noch einen Code, wo wir sozusagen den Webserver programmiert haben, so der sozusagen die Notizen und alles, was man halt zeigen wir euch dann noch halt sozusagen speichert und so, dass es auf dem Display übertragen werden kann. Zeigen wir euch später noch. Das Gehäuse haben wir aus PLA-Filament mit einem 3D-Drucker gedruckt. Wir haben zwei Schalter verwendet und einen Raspberry Pi 3B Plus, also einen Einplatinrechner als Grundlage und einen 5-Inch LCD-Display. Jetzt haben wir noch eine kleine Live-Demo für euch. Ja, tatsächlich... Es gibt eine Website, da kann man eine Überschrift eingeben, da oben, einen Text und ganz unten einen Code. Und wenn man dann auf Übertragen klickt, dann wird das Ganze auf den Raspberry Pi übertragen. Also das Display, da sieht man das halt drauf. Mit den Knöpfen hier unten kann man sozusagen sozusagen scrollen. Also so, dass man, wenn man längere Texte hat, sozusagen immer weiter scrollen kann. Und ja, genau. Ja, das Case ist halt 3D gedruckt.
Und ja, genau. Jetzt noch einen herzlichen Dank an unsere HelferInnen. Und zwar sind das Julius, Anna, Paul und Basti. Und das war es tatsächlich mit unserem Vortrag. Und gibt es noch Fragen? Kann ich bei uns eins bestellen für nächstes Jahr, dass ich das nicht mehr brauche dann jetzt? Ja, können Sie geben. Ja, Wir gehen dann auch in die Massenproduktion. Ich bin schon ein bisschen älter, ich bräuchte ein bisschen größere Schrift. Ich habe gesehen, das war... Ja, das kann man dann natürlich alles einstellen. Kommt das noch? Puh, okay. Ja, aber nur wenn man... Ja. Okay. Abonnent ist auf unserer Website. Was hat euch dieses Wochenende am meisten Spaß gemacht? Was nehmt ihr mit? Was war etwas ganz Neues, was ihr rausgefunden habt, was ihr hier gelernt habt? Also, erstmal... Ja, gleich. Das... dass man allgemein so mit mehr Leuten im Team auch größere, auch mehr schafft und größere Projekte sozusagen machen kann, als wenn man sozusagen nur zu dritt oder zu zweit ist. Wir waren ja zu fünf schon eine relativ große Gruppe und durch die guten Mentoren, die wir hatten, hat man auch schon viel beim Programmieren und die anderen mitgenommen und die anderen haben wahrscheinlich auch sehr viel beim 3D-Modellieren und so bei 3D-Druck mitgenommen. Mhm. Okay. Genau, wir haben zum Großteil eigentlich, ich, Joel und Liam, haben zum Großteil eigentlich unsere Zeit im Fabmobil verbracht, weil wir dort die ganze Elektronik zusammengelötet haben und das 3D-Modell und das Display haben wir alles dort zusammengebaut. Deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön an das Fabmobil-Team. Ja, super. Und danke euch dafür, dass ihr uns das vorgestellt habt. Ich würde es gerne auch gleich nochmal ausprobieren. Wie gesagt, nächstes Jahr möchte ich gerne auslernen. Dankeschön. Dann könnt ihr das mitnehmen, denn die nächste Gruppe steht schon bereit. Und während die nächste Gruppe aufbaut, erzähle ich noch ein bisschen was dazu, wie sich junge Menschen bei uns auch engagieren können. Denn unser Ziel bei Jugendhackt ist es natürlich auch, von den jungen Menschen zu lernen, wie sie gerne solche Events hätten, was sie gerne für Angebote hätten. Wir sind immer offen dafür, auch was zu verändern an unseren Events, an den Labs und sind immer auf der Suche nach neuen Formaten, die vielleicht junge Menschen ansprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerne bei Jugendhackt seid, öfter wiederkommen wollt, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr in unserem Jugendbeirat mit aktiv seid. Unser Jugendbeirat trifft sich regelmäßig und mal mit uns, mal ohne uns und wir besprechen, was so ansteht in nächster Zeit, was wir für Projekte planen und fragen die natürlich auch, was würdet ihr euch wünschen, was wir bei Jugendhackt umsetzen. Und wir versuchen, so viel wie möglich gemeinsam mit dem Jugendbeirat zu gestalten. Also als Beispiel die Frage, was auf dem Chaos Communication Camp passiert, wird ganz maßgeblich mitgeprägt oder das Programm wird mitgestaltet von dem Jugendbeirat. Insofern, wenn ihr Lust habt, euch mehr bei Jugendhackt zu engagieren, dann kommt doch mal im Jugendbeirat vorbei und hört da mal rein. Wir kommen zur letzten Gruppe von heute. Learn to Learn und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt von euch. Hallo, wir sind die Gruppe Learn to Learn und wir sind Tobias, Maya, Konrad, Lennox, Felicitas und Luise. Wir haben uns an das Problem gemacht, dass man nicht mehr wirklich lernt, wie man lernt, beziehungsweise viele nicht in der Schule selber wirklich lernen, sondern mehr Dinge auswendig lernen, nur für den kurzen Test und danach es wieder vergessen und sich dazu noch ständig einzureden, das brauche ich später eh nicht, ist dann nicht wirklich eine große Hilfe. Und darum kommen wir zu unserem Produkt. Bei unserem Produkt, die App, gibt es eine Bibliothek, in der verschiedene Lernstrategien aufgelistet werden. Dazu kann man auch sich selber testen lassen, welche Lernstrategie am besten zu einem passt. Dazu haben wir erstmal recherchiert, welche Lernstrategien und welche Lerntypen es gibt. Da gibt es einmal den motorischen Lerntyp, den auditiven Lerntyp, den visuellen Lerntyp und den kommunikativen Lerntyp. Und dann haben wir noch Fragen herausgesucht, um zu testen, welcher Lerntyp man ist. Wir haben Flutter und Dart benutzt, einfach weil es schnell geht und weil wir später auch für andere Systeme anwenden können.
Und wir haben Word benutzt, um uns ein paar Dinge zu notieren. Ich erkläre euch kurz die App. Also Learn to Learn. Oben haben wir eine Zeile mit dem Titel. Kann man auch einen Account irgendwann noch erstellen. Dann hatten wir auch noch Einstellungen. Dort kann man bisher nur den Sound einstellen. Gibt da noch mehr. Hoffentlich. Dann gibt es den Startbutton, um seinen Test oder um das Quiz zu starten. Und kann man auch noch die Farbe des Lamas ändern. Alpakas. Alpaka. Und dann hat man halt den Test, das sind insgesamt 10 Fragen und die kann man kurz beantworten. Und dann hat man am Ende ein Ergebnis, wo man sieht, welcher Lerntyp man ist. Dann gibt es auch noch eine kurze Beschreibung. Dann Learnit, darüber kann man hier seine Lernmethoden hier anwenden. Also als Ausblicke wäre natürlich einfach so das generelle Design der App ein bisschen zu verbessern. Vielleicht hat man es gerade eben schon gesehen, da sind ein paar Sachen noch nicht richtig schön gerade und sowas. Das sind natürlich erstmal Kleinigkeiten. Ein weiteres Problem, was wir jetzt auch hatten, war, dass wir einfach jetzt nicht so viele verschiedene Daten hatten. Jetzt verschiedene Lerntypen haben wir jetzt, zum Beispiel, dass man mehr Lerntypen bräuchte oder auch bei den bei den Fragen oder auch, dass man vielleicht Übungsaufgaben hatten wir uns auch überlegt. Und dafür bräuchte man natürlich noch verschiedene Daten. Und da hatten wir uns auch gedacht, eventuell halt auch so einen offenen Ansatz, dass Leute sich oder Schüler sich Accounts erstellen können, wo sie dann selber Tipps und sowas hochladen oder auch ihre eigenen Lernstrategien hochladen, die bei denen funktioniert haben. Oder auch die bestehenden Lernstrategien auch weiter bewerten können, wie gut die für die funktioniert haben. Auch weiterhin, was ja auch mit Datenflatter relativ gut geht, dass die App funktioniert bisher nur auf Android, auch auf andere Geräte oder zum Beispiel den Webbrowser auszuweiten, sodass es zum Beispiel auch bei den Schulen besser verwendet werden kann, wo man natürlich jetzt nicht sofort die App einfach installieren kann. Da wäre dann zum Beispiel eine Webanwendung deutlich einfacher. Ja, unsere App gibt es jetzt auch zum Downloaden. Hier ist der Link, der führt auch zu unserer GitHub-Webseite, wo auch der ganze Source-Code drauf ist, mit unseren Recherchemaßnahmen zu den verschiedenen Lerntypen. Einfach da einscannen und dann die Learn-to-Learn-APK runterladen. Das funktioniert aktuell, wie gesagt, leider nur auf Android. Ja, und natürlich, wir wollen uns nochmal hier vom ganzen Jugend-Hack-Team danken, besonders bei unseren Mentoren, die wirklich uns viel Arbeit erspart haben. Und ja, das war unser Vortrag. Dankeschön. Ihr seid ja nun ein recht großes Team. Wie funktioniert das, wenn so viele Leute an dem Projekt mitarbeiten? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das aufgeteilt? Also wir haben so Gruppen gebildet, die halt Verschiedenes machen. Zum Beispiel Felicitas und Tobi haben rausgesucht, was für Lerntypen es zum Beispiel gibt. Und Lennox und ich, wir haben uns mit dem Design beschäftigt. Und Maya und Konrad haben dann die App programmiert. Und der andere Konrad, der hat dann auch die App mitprogrammiert später irgendwann. Was er vorher gemacht hat, weiß ich nicht genau. Okay. Vielen Dank. Habt ihr für euch selber jetzt klären können, welche Lerntypen ihr seid? Nein. Also das ist noch ausbaufähig ein bisschen. Ihr seid noch dran, nehme ich an. Okay, verstehe. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es kommt und es ist da, es ist das Ende, zumindest von diesem Hackathon. Das waren alle Präsentationen, aber
Ihr habt schon gesehen, ihr habt es gehört, es gibt Labs, in denen es weitergibt. Es gibt weitere Events, bei denen es weitergibt. Und auch hier in Dresden gibt es noch andere Projekte, die ich euch und Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Einmal für alle, die erstmal hier im Saal sind und wunderbare Projekte erstellt haben. Ihr könnt die einreichen beim Deutschen Multimedia-Preis. Das ist das, was ihr hier seht. Ihr findet auch draußen ganz viele Flyer dazu. Das ist dieser. Alle, die jetzt zugucken oder die im Livestream mit dabei sind und sagen, hey, ich habe auch so ein Projekt erstellt oder ich habe auch was Multimediales gemacht, das ist ein bundesweiter Wettbewerb. Guckt auf die Website, meldet euch an, seid mit dabei bis zum 7. August. Da ist dann Einreichfrist Ende und es gibt schöne Preise zu gewinnen. Muss das irgendeine Voraussetzung erfüllen, dieses Projekt, das ich einreichen möchte? Also die Menschen müssen ein paar paar Sachen erfüllen. Die dürfen nur bis 25 Jahre alt sein. Es ist aber egal, ob es alleine erstellt wurde in einer Gruppe, ob bei einem Hackathon, zu Hause, in der Schule, in der Uni. Und es muss ein multimediales Projekt sein. Das heißt, mehrere Medien miteinander verbinden. Genau. Okay, aber das heißt nicht, dass es schon fertig sein muss. Das heißt, dass es zumindest einen Prototyp geben sollte. Es muss nicht fertig sein. Ihr könnt es auch jetzt einreichen und uns dann bis zum August schreiben, das ist die neueste Version. Das heißt, alle Projekte, die wir heute gesehen haben, wären schon möglich einzureichen? Genau. Alle Projekte, die heute vorgestellt wurden, können schon mit dabei sein. Genau. Okay. Das zweite Projekt, das seht ihr auf eurer rechten Seite, meiner linken Seite, das ist die Cross-Media-Tour. Dazu gibt es eine Postkarte draußen. Ist für alle, die noch mehr und auch anderes lernen wollen und die vielleicht auch noch ein bisschen zu jung sind für Jugendhackt und oder erstmal mit einem kleinen Workshop anfangen wollen, bevor sie sich ein ganzes Hackathon-Wochenende stürzen. Die Cross-Media-Tour bietet im ganzen Dresdner Stadtgebiet verschiedene Medienworkshops an. Das beginnt von Film, Foto, geht aber auch ans Programmieren, in die Spieleentwicklung. Eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann. Wenn irgendjemand Fragen zu einem der beiden oder beiden Projekte hat, kann er mich auch gerne noch ansprechen im Nachhinein. Wir sind noch ein bisschen da. Wir liegen nämlich sehr gut in der Zeit. Da stehen noch mehr Sachen drauf. Willst du dazu auch noch was erzählen? Ja, das sind die zwei Sachen, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Aber ich sage sie gerne nochmal. Das ist quasi die ortsbezogene Folie. In Dresden planen wir im September einen Girls Hack Day. Das wird ein Tag voller verschiedener Hacking-Angebote sein, aber auch voller Ausblicke, wo man vielleicht als Mädchen oder als junge Frau mal gucken kann, wo man in der IT alles landen kann, was es da so vielleicht auch für Vorbilder gibt, die man noch gar nicht kennt oder wo man gar nicht weiß, was es alles für tolle Sachen gibt. Und die lange Nacht des Hackens ist auch ein Angebot für Anfängerinnen oder auch für Fortgeschrittene, die sich mal nur einen Tag und kein ganzes Wochenende mit dem Hacking beschäftigen wollen. Okay, vielen Dank. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir nun am Ende sind unserer Präsentation. Noch einmal einen herzlichen Dank an euch alle, an euch Teilnehmende. Und ich würde sagen, nochmal einen Riesenapplaus für alle, die hier ihre Projekte vorgestellt haben. Und zuletzt noch einen Gruß und einen Dank an alle im Stream. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Event ist dann im Juni in Frankfurt. Schaltet wieder ein, da gibt es mehr Projekte. Danke. Ich möchte noch einen weiteren Dank aussprechen, natürlich an das Hygienemuseum. Das sind tolle Räumlichkeiten hier, wo wir zum zweiten Mal unser Event durchführen konnten. Also es ist einfach eine super Location, um hier in den verschiedenen Räumen die Gruppen arbeiten zu lassen und hier einen schönen Saal zu haben, in dem wir die Präsentation machen. Also vielen Dank an die Unterstützung aus dem Hygienemuseum, sowohl beim Catering hier durch die Museumsküche als auch generell durch die Veranstaltungsorga. Also ein Applaus auch bitte fürs Hygienemuseum. Applaus.